Hallo, liebe Nerds. Heute wollen wir uns wieder ein bisschen mit Mathematik beschäftigen. Und zwar mit der Mathematik des Möbiusbandes. Was ein Möbiusband ist, davon sieht ihr hier drei Beispiele. Und worin sich jetzt dieses Möbiusband unterscheidet, zu einem normalen Papierband, zu einer normalen Papierschlaufe, darum soll es in diesem Video gehen. Wie stellt man jetzt erstmal so ein Möbiusband her? Das ist so ein, ja, im Prinzip so ein verdrehter Papierstreifen. Um so ein Möbiusband herzustellen, nimmt man sich wieder ein Stück Papier. Ich habe hier noch so ein Stück Restpapier von meinen Bastelarbeiten hier. Aber ihr könnt auch natürlich ein neues Stück Papier, DIN A4, nehmen. Das falte ich wieder einmal hier in der kompletten Länge. Breite ist relativ egal, ihr sollt es nicht zu schmal machen, aber auch nicht zu breit. Ich würde mal sagen, so eine Daumenbreite, so ungefähr 2 cm wäre dafür gut geeignet. Und das schneidet ihr einfach ab. So. Hier habt ihr jetzt ein langes Stück Papier und das klebt jetzt zu einem Band zusammen. Aber nicht zu so einem normalen Band. Das würde ja entstehen, wenn wir jetzt einfach das Band quasi direkt aufeinander kleben, sondern ihr dreht das einmal, sodass jeweils die andere Seite aufeinander zum Liegen kommt. Ich fixiere das hier mal kurz mit einer Büroklammer, bis der Kleber trocknet. Bei dem hier könnt ihr das übrigens sehr gut sehen, wie das einmal verdreht ist. Hier habe ich einmal die eine Seite. So eine gelbe Seite, eine weiße Seite, sieht man es bei dem, wo ich es aufeinander geklebt habe, die gegeneinander verdreht sind. Ja, wenn das jetzt hier trocknet, können wir uns mal mit den Unterschieden beschäftigen zwischen einem Möbiusband und einem normalen Band. So ein normales Band aus einem Streifen hat zum Beispiel zwei Seiten. Das können wir sagen, ja, aber das Möbiusband doch auch, das habe ich aus so einem Papierstreifen mit zwei Seiten auch hergestellt. Ich noch mal so einen Streifen. Also offensichtlich zwei Seiten. Wenn ich den zusammenklebe, ne, hat auch so ein Möbiusband auch noch eine Seite und eine andere Seite. Na, schauen wir uns das doch mal an. Ich nehme mal so einen Stift und erstmal fange ich mit dem normalen Band an und setze den Stift hier an und ziehe jetzt einfach nur das Band unter diesem Stift durch, sodass quasi eine Linie entsteht, bis ich wieder auf die Ursprungslinie treffe. Das heißt, ich habe jetzt die Seite nicht gewechselt und hier läuft die Linie in sich selber zurück. Die Seite ist ohne Linie, die Seite ist mit Linie, also offensichtlich haben wir eine Seite und zwei Seiten. Machen wir das gleiche mal mit dem Möbiusband. Hier fangen wir auch wieder hier an und gehen, ups, mit dem Stift ohne abzusetzen einmal innen lang. Setze den Stift nicht ab und ziehe einfach nur das Band unter dem Stift hindurch, bis ich wieder quasi dann den Anfang des Striches wiederfinde. Und ah, da ist der Anfang des Striches. Hier bin ich. Das heißt, hier bin ich wieder genau zum Anfang des Striches zurückgekehrt. Und jetzt sieht man, dass dieser Strich auf beiden Seiten ist, obwohl ich ja nur eigentlich eine Seite angemalt habe. Das bedeutet, dieses Möbiusband besteht aus nur einer Seite. Wenn ihr es nicht glaubt, probiert es aus mit dem Möbiusband, was ihr euch gerade selber gebastelt habt. Aber mit so einem Möbiusband kann man noch viele andere lustige Sachen machen. Man kann das nämlich auch einfach durchschneiden. Natürlich nicht quer, das wäre ein bisschen blöd, weil dann wird ja wieder nur ein einfaches Band entstehen, sondern wir schauen mal an, was passiert, wenn wir so ein Möbiusband längs durchschneiden. Dafür nehme ich mal das Möbiusband, was ich gerade gebastelt habe. Hier müsste der Kleber eigentlich schon fast trocken sein. Und ich schneide es jetzt einfach mal der Länge nach durch und zwar teile ich es genau zur Hälfte. Das heißt, da muss ich erstmal irgendwo anfangen. Ich fange hier an, mache hier so einen
Schnitt, dass ich reinkomme in dieses Band und schneide es dann einfach der Länge nach genau in der Mitte durch. Wo ich es jetzt endgültig durchschneide, überlegt euch doch mal, was für eine Figur ergibt sich dann. Gibt das zwei Bänder? Wenn ich ein normales Band durchschneide in der Mitte, würden sich ja zwei Bänder ergeben, die genau halb so breit sind. Ich meine, hier wird sich auch etwas ergeben, was halb so breit ist. Aber schauen wir doch mal, ich mache den letzten Schnitt. Klack, jetzt ist es durchgeschnitten. Die beiden Hälften sind nicht mehr miteinander verbunden. Und wir sehen, dass es nicht zwei Bänder sind, sondern wir haben jetzt aus einem Band, was wir in der Mitte durchgeschnitten haben, wieder ein Band erhalten. Das jetzt aber auch wieder in sich verdreht ist. Ich weiß nicht, ob ihr das hier so gut sehen könnt. Ich kann es ja nochmal mit dem hier machen. Ihr seht es dann nochmal besser, wie häufig das verdreht ist. Ich schneide das hier auch nochmal genau in der Mitte durch. Erstmal einschneiden, das ist ein bisschen dicker, weil ich jetzt zwei aufeinander geklebt habe. Dann noch ein bisschen weiter einschneiden. So, schauen wir mal. Auch wieder genau in der Mitte durchschneiden. Ups, na, ja. Es wird sich. Jetzt habe ich es. So, jetzt sieht man hier quasi ein doppelt verdrehtes Band. Wenn man sich hier anschaut, es dreht sich einmal komplett um sich selber, aber es bleibt ein ganzes Band. Also das ist schon mal zweite verblüffende Eigenschaft von so einem Möbiusband. Schauen wir uns nochmal ein weiteres Möbiusband an. Wir schneiden das auch durch, aber diesmal nicht zur Hälfte, sondern wir schneiden jetzt einmal quasi nicht in der Mitte des Bandes durch, sondern ungefähr ein Drittel von dem rechten Rand entfernt. Was meint ihr, was dann entsteht? Vielleicht ein Band, was dreimal so lang ist? Hatten wir ja eben. So, immer jetzt schön ungefähr in ein Drittel Entfernung vom Rand bleiben. Schauen wir mal, wo wir dann ankommen. Ja, noch weiter. Und da sehe ich jetzt schon, kommt quasi der Anfang, wo ich angefangen habe zu schneiden und letzter Schnitt und wieder noch eine Sekunde warten. Jetzt überlegen wir, was für eine Figur sich daraus ergibt. Ich erinnere daran, bei dem einen Möbiusband eben, das wir in der Mitte durchgeschnitten haben, haben sich nicht zwei Bänder ergeben, sondern nur ein Möbiusband ergeben, ein neues Möbiusband, das doppelt so lang ist. Hier ergibt sich jetzt, haben sich zwei Bänder, die ineinander verschlungen sind. Das heißt, hier habe ich ein Band und hier habe ich noch ein Band, noch einen Streifen. Und die sind jetzt nicht mehr miteinander verbunden, auch nicht komplett lose, denn das eine ist in dem anderen gefangen. Also ich finde es schon erstaunlich, wie viel Magie in einem bisschen Stück Papier steckt. Das war's für heute. Wenn ihr Lust habt, nochmal und auf mehr Mathematik mit Papier, dann schaut beim nächsten Mal rein. Tschüss!